Es ist auch in unserem Interesse, dass es in dieser Region nicht zu einer Eskalation kommt, zu einem Flächenbrand kommt. Und Syrien ist unmittelbare Nachbarschaft der Europäischen Union. Man ist unmittelbar. Auf der anderen Seite ist Zypern. Also es geht um Nachbarschaft, um Menschenrechte, um Menschenleben und um sowas wie internationale Verantwortung, wo man nicht wegschauen darf. Eine Frage, die jedermann im Westen und auch in Ihrem Lande stellt. Wer hat diese Tausenden von Zivilisten umgebracht, die in dem Konflikt ums Leben gekommen sind? Die Opposition beschuldigt Sie. Wenn man fragt, wer jemanden umgebracht hat, gilt es zunächst zu klären, wer denn umgebracht wurde. Man kann nicht über die Verbrecher reden, solange man die Opfer nicht kennt. Die Opfer, die Sie ansprechen, gehören in ihrer Mehrheit zu den Unterstützern der Regierung. Wie kann man gleichzeitig Verbrecher und Opfer sein? Die Mehrheit von ihnen sind Menschen, die die Regierung unterstützen. Und ein großer Teil der übrigen sind völlig unschuldige Menschen, die durch unterschiedliche Gruppen in Syrien getötet wurden. Würden Sie einräumen, dass zumindest ein gewisser Prozentanteil dieser unschuldigen Zivilisten durch Ihre Sicherheitskräfte getötet wurde? Nein, eine Zahl haben wir nicht. Es gibt eine Untersuchungskommission, die alle Verbrechen untersucht, die sich in Syrien ereignet haben. Den Listen, den Namen, die uns vorliegen, zufolge, wurde der weitaus größte Teil von Banden getötet. Es handelt sich dabei um ganz verschiedene Banden. Ob nun Al-Qaida oder Extremisten oder Gesetzlose, die sich schon vor Jahren dem Zugriff der Polizei entzogen haben. Im Gespräch mit Herrn Thonhoeffer hat er am Schluss eine Rechnung aufgemacht, Herr Assad. Er hat gesagt, er hat die 1000 Toten, von denen er auch weiß im Land, er hat die aufgerechnet gegen hunderttausende Tote, die ein Bürgerkrieg, ein offener Bürgerkrieg in Syrien zur Folge haben könnte, wenn er nicht mehr da ist. Was sagen Sie zu dieser Rechnung? Also ich fand das Gespräch gestern, das Interview, ich habe es mir natürlich auch angeschaut, ich fand das erschreckend, geprägt von einem unglaublichen Zynismus diesen Mannes. Das war am Schluss eigentlich eine richtige Drohung. Es war absolut realitätsfremd. Und wenn Herr Thonhoeffer, wenn Sie sagen, vor 8 Monaten haben Sie zum ersten Mal mit ihm geredet und er war doch bereit und so offen und so freundlich ein Interview geben zu wollen, um sein wahres Gesicht zu zeigen, dann frage ich mich, was ist in diesen 8 Monaten in der Zwischenzeit passiert? Exzessive Gewaltanwendung, außergerichtliche Hinrichtungen. Deswegen muss dieser Mann kapieren und dieses Regime kapieren, dass es abgelöst werden muss, dass man mit einem solchen Regime nicht in Dialog treten kann, nicht in Verhandlungen treten kann. Mit Assad gibt es in Syrien keinen Kompromiss. Mit Assad gibt es keinen Neuanfang. Mit Assad gibt es, kann es nicht, eine demokratische Neubegründung geben. Und Herr Prima, Sie haben... Darf ich nur, weil er gesagt hat, Stabilität, weil Sie das packen alles zusammen. Lassen Sie es mich, das ist für Zuschauer auch sehr kompliziert. Und ich möchte als Anwalt der Zuschauer einfach sagen, lassen Sie uns der Reihe nach machen. Sie haben jetzt aus verschiedenen Perspektiven gesagt, mit Assad kann es nichts geben, mit dem Mann redet man nicht, der redet nicht mit seinem Volk. Nein, Moment, ich sage nicht, dass man mit ihm nicht redet, aber es muss ihm klar sein, ich finde gut, wenn Kofi Annan mit ihm redet, ich finde gut, aber dass man ihm auch sagt, mit ihm geht es nicht. Seine Zeit ist abgelaufen. Kofi Annan, aber nicht, er sagt ja, Kofi Annan sagt, es braucht einen Übergang, einen Übergang. Okay, jetzt ist der Thonhoeffer. Ich finde, zu diesem Konflikt dort, ich halte die Lage in Syrien für viel schlimmer, Frau Roth, als Sie sie möglicherweise halten. Aber sie ist anders, als sie hier dargestellt wird. Ich will 2 Dinge aufzeigen, die anders sind. Was diesen Konflikt so schwierig macht, ist, dass die eine Hälfte der Bevölkerung hinter Assad steht. Und zwar, ich bin 5-mal dort gewesen, bewegen Sie sich doch auch mal dorthin. Ich war in Homs, wo gekämpft wird, ich war in Daraa, wo die Revolution begann, ich war in Damaskus. Die Hälfte der Bevölkerung, die Christen, die Alawiten und die sunnitische Mittelschicht steht hinter Assad. Das Zweite, was ich einfach sagen möchte als Diskussionsbeitrag, ich muss ja gar nicht recht haben, ist es zu einfach zu sagen, da ist ein Diktator, der tötet sein Volk. Das geht völlig an den Realitäten vorbei. Was stattfindet, ist ein gnadenloser Krieg zwischen schwer bewaffneten Sicherheitskräften Assads und schwer bewaffneten Rebellen. Und in diesem Krieg sterben täglich Dutzende von Soldaten und Dutzende von Rebellen und Dutzende unschuldiger Menschen. Und für diesen Konflikt zweier bewaffneter Gruppen müssen wir eine Lösung finden. Und da sage ich, da ist Verhandeln besser, als diesen Krieg zu Ende. Danke, Herr Armbruster. Ich möchte Ihnen aber trotzdem jetzt noch mal fragen, diese Geschichten über Folter, über
eine Angstmaschine, die läuft. Herr Primo hat das ja auch schon angesprochen, das kennt man von dem Vater von Assad. Glauben Sie eigentlich, dass der, den Sie jetzt besucht haben, der Sohn tatsächlich mal gestartet ist, etwas besser zu machen? Ist Ihnen unterwegs nur die Puste ausgegangen und er ist bei den Methoden seines Vaters wieder gelandet? Ich habe mit einem kommunistischen Politiker dort gesprochen, der in der Opposition ist, der 14 Jahre lang im Gefängnis von dem Vater von Bashar al-Assad gesessen hat. Und ich habe gefragt, was ist der Unterschied zwischen Vater und Sohn? Und er hat gesagt, wer die zwei gleichstellt, hat überhaupt keine Ahnung von Syrien. Der Vater war in der Tat viel grausamer. Und jetzt möchte ich Ihnen etwas sagen zu Human Rights Watch. Human Rights. Aber ist das schon ein Qualitätssiegel, wenn man sagt, der alte... Ich habe ja nur eine Antwort gegeben. Ja. Human Rights Watch hat eine Untersuchung gemacht, hat sehr scharf die Regierung kritisiert und hat sehr scharf die Rebellen kritisiert. Ich habe mit einem Rebellen gesprochen. Ich bin ja dort beschossen worden, auch von den Rebellen, und ich bin in Schwierigkeiten gekommen durch die Regierung. Dieser Rebell von Baba Amr, wo die berühmte Schlacht stattfand, hat mir gesagt, wie sie Verräter, die mit der Regierung zusammenarbeiten, vernehmen. Ich habe gefragt, warum diese Leute zerfetzte Gesichter haben. Und wenn sie gestehen, dass sie mit der Regierung zusammenarbeiten, habe ich gefragt, was macht ihr dann? Dann hat er gesagt, dann werden sie hingerichtet. Ich habe ihn gefragt, wie viele in Ihrer Gruppe sind hingerichtet worden, weil sie mit der Regierung zusammenarbeiten. Er sagte zwischen 20 und 30. Der Spiegel hat einen langen Artikel gebracht darüber, der hieß der Henker von Baba Amr. Das heißt, ich wiederhole noch einmal, ich glaube, dass die Situation in Syrien viel schlimmer ist, aber dass die Grausamkeit auf beiden Seiten vorhanden ist. Inzwischen, und ich frage nicht, wie ein Vater, wenn meine drei Kinder Krach haben, frage ich nicht, wer angefangen hat. Ich sage, wie ist die Lage jetzt? Und die Lage ist katastrophal. Zwei bewaffnete Gruppen kämpfen miteinander. Und ich sage, helft mit, diesen Konflikt durch Verhandlungen zu lösen, und heizt sie nicht ständig an und beurteilt die Lage bitte nicht einseitig. Es sind zwei Gruppen, die gegeneinander kämpfen, nicht eine. Also, Frau Roth. Nochmal. Ich bitte aber, Herr Todenhöfer, machen Sie es sich Ihrerseits nicht so einfach, alles gleichzusetzen, sondern es gibt die staatliche Gewalt. Und es gibt in der Tat... auch nach 7 Monaten, als die Freie Syrische Armee entstanden ist, den Versuch eines Schutzes, des Aufbaus eines Schutzes. Und jetzt beginnt auch, und das ist schrecklich, auch auf der Seite der bewaffneten Rebellen, gibt es auch Menschenrechtsverletzungen. Ja, die gibt es. Es gibt auch eine Justiz, die überhaupt keine Grundlage hat. Ja, die gibt es. Aber bitte verwechseln Sie nicht Ursache und Wirkung und äußeren Einfluss, der auch Rebellen mit Waffen ausrüstet und. Aber Sie versuchen es gleichzusetzen, und das ist zynisch angesichts. Nein, Sie setzen erstmal was gleich, und das ist zynisch. Bitte mir die Formulierung zynisch. Ich bin der Einzige hier am Tisch, der mit seinen eigenen Mitteln die Opfer dieses Regimes unterstützt. Bitte, jetzt kommen Sie mal nicht mit sowas daher. Das weiß ich, weil Sie nicht dagegen halten. Sie sind der Einzige, gut, also Vorsicht. Sie sind nicht der Einzige, der eine Lösung hat. Hier sitzen Menschen am Tisch, die nach einer Lösung suchen. Herr Todenhöfer, haben wir jetzt verstanden. Ich war gerade noch mal vor 2,5 Tagen zusammen mit einem Al-Qaida-Kämpfer. Auch das gibt es. Da kämpft Al-Qaida mit vielen Kämpfern, der gefangen genommen worden war und der vor 2 Monaten am 10. Mai an einem Sprengstoffanschlag in Damaskus beteiligt war, bei dem 70 Menschen, bei dem im Gefängnis. Und weil Sie sagen foltern, dieser Mann hatte, damit Sie mich vielleicht ein bisschen verstehen, dass ich wirklich versuche, die Wahrheit rauszukriegen und wenn es um Gewalt geht, an Ihrer Seite stehe, dieser Mann hatte hier Spuren, und mein Sohn, der dabei war, sagte Zigaretten. Dann habe ich den Mann im Beisein eines Generals gebeten, sich auszuziehen. Und er musste, hat sich dann entkleidet, hat es schnell gemacht und freiwillig gemacht. Er war, hatte hier keine weiteren Spuren. Ich wollte damit nur sagen, es gibt auch Al-Qaida in diesem Konflikt. Ich wollte damit sagen, dieser Konflikt ist derart eskaliert und radikalisiert. Und jetzt plädiere ich mal Ihnen gegenüber. Es kann doch nicht in Ihrem Interesse sein, dass inzwischen Al-Qaida auch in diesem Konflikt drin ist und dass Al-Qaida ganz eng mit den Rebellen zusammenkämpft. Ich war mit meinem Sohn das letzten 2 Mal im Irak, in Syrien. Uns hat es 2 Mal die Sprache verschlagen, dass wir nichts mehr sagen konnten. Einmal, als eine Mutter vom Tod ihres Sohnes, der von den Sicherheitskräften getötet wurde, erzählte. Da konnten wir nicht mehr sprechen. Und das 2. Mal, als ein Mann, der in Hula lebt, dessen halbe Familie getötet wurde.
der die Mörder kennt, weil er mit ihnen früher gegen Assad demonstriert hat, erzählt hat, wie die Mörder in Hula eingedrungen sind. Und als er erzählte, dass seine früheren Freunde, die das Massaker von Hula begangen haben, Rebellen waren. Und da war es bei uns, ich sage Ihnen, das war, Tatsache. Nein, das ist leider, schauen Sie mal, Berichte von Humanitätswatch. Mohammed al-Daid, einer der bekanntesten TV-Moderatoren des syrischen Staatsfernsehens, vor 2 Wochen wurde er entführt. Heute verkündet die Terrororganisation Al-Qaida auf ihrer Website, man habe den Mann hingerichtet. So werde es allen Unterstützern des Assad-Regimes ergehen. Al-Qaida hat Dutzende Videos ins Netz gestellt, die belegen sollen, dass sie in Syrien an vorderster Front kämpfen, unterstützt von Islamisten aus allen arabischen Ländern, um das in ihren Augen ungläubige Regime von Assad zu stürzen. Als wir vergangene Woche im Militärhospital in Damaskus drehen, Panik bei Schwestern und Ärzten. Keiner will sein Gesicht der Kamera zeigen. Alle befürchten, dass sie als Helfer des Regimes erkannt und von Islamisten getötet werden. Einer der verletzten syrischen Soldaten erzählt: Wir waren auf Patrouille, als sie uns angriffen. Es waren keine Syrer. Sie kamen aus anderen arabischen Ländern. Sie trugen Stirnbänder der Dschihadisten von Al-Qaida. Die Zahl der kämpfenden Dschihadisten in Syrien ist unbekannt. Sie kommen aus Libyen, dem Libanon, aus dem Irak. Ihr Ziel ist nicht die Befreiung von der Diktatur, ihr Ziel ist fanatisch religiös. Diese Kämpfer, unterstützt von Al-Qaida, gehen nach Syrien, um das alawitische Regime von Assad zu stürzen und durch ein radikal-sunnitisches zu ersetzen, eine salafistische Herrschaft zu etablieren. Die Salafisten, die Erzkonservativen des sunnitischen Islam, haben in vielen arabischen Ländern enormen Zulauf. Wir sind in Tripoli, im Norden des Libanon, direkt an der syrischen Grenze. Von hier aus gehen Waffen und Geld an die Kämpfer der Freien Syrischen Armee. Von hier aus ziehen die Dschihadisten in den heiligen Krieg gegen Assad. Man hat versucht, uns Salafisten zu unterdrücken. Ich aber sage euch, wir sind nicht schwach, wir sind stark. Wir treffen den Salafisten-Sheikh in seinem Garten. Al-Rafai hatte jahrelang in der Berliner Al-Nur-Moschee gepredigt. Unter Terrorverdacht hatte man ihm die Wiedereinreise nach Deutschland verwehrt. Der Westen lässt die Syrer im Stich, weil sie Muslime sind. Also haben sie das Recht, an Waffen zu kommen, was immer es kosten mag. Direkt im Zentrum von Tripoli wehen ganz offen die schwarzen Fahnen der Dschihadisten, die auch Al-Qaida verwendet. Daneben das Foto des saudischen Königs. Saudi-Arabien liefert den Dschihadisten Geld und Waffen, um das alawitische Regime der Assads zu stürzen und in Syrien eine Herrschaft nach saudischem Muster zu errichten. Aber Sie versuchen es gleichzusetzen und das ist zynisch angesichts. Ich versuche eine Nein, Lösung. Nein, Sie setzen erstmal was gleich und das ist zynisch. Bitte mir die Formulierung zynisch. Ich bin der Einzige hier am Tisch, der mit seinen eigenen Mitteln die Opfer dieses Regimes unterstützt. Bitte, jetzt kommen Sie mal nicht mit sowas daher. Das weiß ich, weil Sie nicht dagegen halten. Sie sind der Einzige, gut, also Vorsicht. Sie sind nicht der Einzige, der eine Lösung hat. Deswegen muss dieser Mann kapieren und dieses Regime kapieren, dass es abgelöst werden muss, dass man mit einem solchen Regime nicht in Dialog treten kann, nicht in Verhandlungen treten kann. Mit Assad gibt es in Syrien keinen Kompromiss. Mit Assad gibt es keinen Neuanfang. Mit Assad gibt es, kann es nicht, eine demokratische Neubegründung geben. Ironie trifft auf Ironie, Frau. Ironie trifft auf Ironie, Frau.